Hallo und ein herzliches Willkommen. Würde der Enrico jetzt sagen. Denn jetzt geht's auf nach Hohenstein. Leine los. Guten Tag, Hohenstein. In voller Pracht. Sonne scheint. Hier ist Dunes Haus. Wer es noch nicht gesehen hat, hier hat der Dunedainisch gebaut. Briefkasten Dunedainisch. Das ist mein Häuschen. Und hier ist irgendwo die Hühnerfarm. Ich möchte jetzt, hier ist der Friedhof übrigens. Irgendwo die Hühnerfarm, die muss da hier irgendwo sein. Die habe ich jetzt letztens erst gesehen. Es soll so, wahrscheinlich. Ja, schaut schön aus. Ah, von Weitem sind das so Risse. Ich verstehe. Ich verstehe, was gemeint ist. Ja, hier ist viel Betrieb hier los. Hier ist die Kakaobohnenfarm. Ist alles hier habitables Klima. Wer nicht weiß, was Habitat ist, der müsste das mal googeln. Hehe. So, hier ist. Ist ja noch was weiteres entstanden? Nein. Hier ist. Der Hühnerstall. Ich habe da irgendwo Hühner gehört. Guck mit der Technik wie in Mosek. Wir haben hier gleich ein paar Hühner hinzugehört, die können wir hier an die Wand schweißen. Und ich habe so ein Phänomen entdeckt, wenn man hier genau am Zaun steht und den nach oben wirft, geht die so komisch weg. Ne? Kriege ich noch mal ein. Genau, weil man kann auch keine Sachen so wirklich, wenn man gerade steht, über den Zaun werfen. Nur wenn ich jetzt so stehe, ist es auch so. Und das ist eben das Komische hier dran, an diesen Zäunen. Aber wenn du nur, komm, leg mal ein Ei hier am Zaun. Oh, muss ich jetzt erst hier reingehen? Oder so. Geht natürlich auch. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter vom Zaun weggehe, da ist es nicht mehr so. Seht ihr das? Da ist es nicht mehr so. Und das finde ich komisch. Finde ich komisch. Ah, der Teil schaut schön aus. So, hier hat Serlo gesagt. Den Prümpel soll ich hier wegnehmen. Wegen Platzprobleme soll ich den hier wieder entfernen. Verstehe ich voll ganz. Verstehe ich voll und ganz. So, zack, zack, zack. Und nehmen wir hier mal das Bett zum Abbauen. So. Haben wir das abgebaut? Noch irgendwas hier? Nee. Nichts mehr. Schöner Marktstand. So, gerade ist aber geschlossen. Muss man erst die Schotten aufmachen hier. Zack, zack, zack. Und dann kann man was verkaufen. Hier ist Wolle. Die Wolle. Hier hat auch noch niemand was gespendet. Super. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und es geht wieder zurück. Hat sich was hier am Bahnhof geändert? Mal kurz lauschen. Dort, der IL, heißt nicht mehr IL, nicht mehr IC, sondern IL ist erstmal für in, hier Inland, ne? Inlandzug. Ja, irgendwie so. Aha, aha. Eine Wand? Ich lass mich überraschen. Lass mich überraschen. Mysteriöses Hohenstein wird diese Folge heißen. Mysteriöses Hohenstein. Oder geheimnisvolles Hohenstein. Das muss ich mir gleich notieren. Das vergesse ich sonst bis hier. Bis ich das hochlade. Heute Abend wahrscheinlich. Hier Folge 288. Na, gucke ich dann später noch. 87 oder 88? Muss ich mal später noch schauen. Also, geheimnisvolles. Geheimnisvolles. Hohenstein. H, also ich schreibe einfach HS wie Hauptsatz, ne?
Wer kennt's noch aus dem deutschen Unterricht? H ist für Hauptsatz und L ist für Nebensatz. Tick zweideutig, ist zweideutig und ja. Bedeutet auch Hohnstein abgekürzt. Bei mir zumindest. Was ist hier? Achso, hier ist, gibt's Nahrung. Hey. So, wieder zurück in Wartungen. Geht's an die Arbeit. Und hinten ist zu. Busstelle. Niemals. Ich habe jetzt schon zwei Dinger, ja. Bausch doch mal hier, ne? Zack. Und zack. Zack, zerab. Aha. So ein kleiner Garten noch dahinter. Autsch. Und diesen Zauntor. Auch gut. Kann man von oben runterlaufen und da ist ein Zauntor. Finde ich lustig. So, wir wollten hier noch ein bisschen was schaffen. Und zwar auch mysteriöse Musik hier gerade im Hintergrund. Nicht nur, dass es hier zum Bleistift. Muss ja mal ganz kurz was abchecken. Hier unten. Weil dieses Zauntor aufstand, haben sich hier unten ein paar Dorfbewohner versammelt. Es scheint so, als sind sie jetzt alle draußen. Hinten ist noch was offen. Aha, gut zu wissen. Nämlich, ich habe... Ne, hier sind noch ein paar. Hier sind noch ein paar. Hier hinten, ne, sieht er die Tür schon leuchten. Hier ist ein Ausgang. Und die können ja nicht rein, sondern die können ja nur raus. So, hier ist natürlich noch umso mehr Tumult. Alter, guckt euch diesen Tumult an. Ist ja der Wahnsinn, ist das ja hier. Der Wahnsinn. Was für eine Bevölkerungsexplosion. Und hier, den Brotfall ist auch wieder draußen. Freut mich, denn die war hier unten, ne, unten gefangen. Und jetzt haben wir sie wieder nach oben gebracht und das freut uns natürlich alles. Sehr. Hier sind zwei Geschwister, die unterhalten sich gerade. Ja, ich möchte euch nicht stören. Genau. Achso, hier, der Durchbruch. Ich habe den euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, ne? Den Durchbruch. Der kommt jetzt hier raus, oder? Habe ich den gezeigt? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Klasse 1. Zack, zack ab. Genau. Und hier hinten, ne? Aber ich glaube, das habe ich euch mal gezeigt. Ja, das habe ich euch gezeigt. Diese Mauer. Ja, ich habe da, glaube ich, noch nicht so wirklich gut Feedback bekommen. Wie das denn so jetzt ausschaut. Vielleicht kommt das noch später. Aber hier sollen dann alles hier schön ausgekleidet werden mit Schwarzeichenholz und Eichenholz. Das wird schon schön. Na, guck mal hier. Leuchtet es durch die Fenster durch. Schön roter Sonnenuntergang. Und. Abendrot, Schönwetterboot, sagt man ja so immer. In der Bauernsprache. Es schaut einfach nur herrlich aus. Wunderhübsch. Wunderhübsch. Und wir gehen so unsere Baustelle dort hoch. Das erste Häuschen ist ja fertig, kann man schon sagen. Das erste Häuschen ist fertig. Von außen. Ja. Wir können ja mal gerne hier unten drunter uns das mal von hier anschauen. Wir können hier noch ein bisschen länger bleiben jetzt. Kurz schlafen. Die 227. Ja, von hier habe ich das noch gar nicht so wirklich betrachtet. Ja. Aber es schaut ja gut aus, ne? Es schaut gut aus. Also ich will mal ganz kurz hier mich schlafen legen. So schaut das auch gut aus. Ist hier hinten ein Zauntor? Nein. Schade. Schade, Parade. So. Stellen wir uns hier mal ins Weizenfeld. Machen wir hier einen schönen Screenshot.
Und zwar jetzt. Super. Eieiei. Das ist der F1-Modus, meine lieben Freunde. Mit F1en habe ich mich sehr oft schon hier beschäftigt. Ne? Besonders mit F1. Kommt ja in der Elektrik am häufigsten vor. Mal sehen, wer es als erstes geschnackelt hat. Ich glaube nicht so viele. Aber ich möchte ja hier niemanden blödstellen. Ne? Es kann immer mal wieder einen geben, der das weiß. Und das ist eine Ewigkeitsbaustelle. Ich wollte das mal hier mit Wasser auffüllen. Schön. Wenn man den Flusslauf nämlich folgt, kommt man so knapp nach Hohnstein, möchte ich mal meinen. Denn da gibt es noch ein paar Trockenstellen, wo man da trocken schwimmen muss. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Das ist jetzt... dass es sowas gibt überhaupt, ne? Ich habe mich da schon ein bisschen mit Enrico drüber unterhalten. Ich weiß, über Grabsteine hüpft man nicht. Das weiß doch jedes Kind. Und das Enrico natürlich auch. Hey. So. Was wollte ich jetzt sagen? Nix. Folge beenden. Euch einen wunderschönen Tag wünschen. Was wollte ich jetzt machen? Was machen? Auf jeden Fall. Mir das Haus von unten angucken. Ja. Wahrscheinlich auch schön, wenn hier... Seite läuft gegen eine Wand. Auch gut. Wenn hier oben dann auch mal später Häuser stehen. Hier steht das immer noch, das Gerüst. Ne? Das Häuschen. Und das schaut gut aus. Das gefällt mir. Hier ist eine Wand. Geht's ja hier hoch. Und hier ist man ja schon am Tau. Mal sehen, was wir hier reinmachen. Bin ich schon gespannt. Sehr gespannt. Vor allen Dingen hier von der Wand reinmachen. Was für eine ganz extravagante Wand. Wäre vielleicht auch mal was. Ja. Aber die Wohnung hier drüben, so ein Bleistift, die hat jetzt nicht so viel Fensterfläche wie die hier drüben. Dafür hat die hier drüben umso mehr Lärm von den Farmen hier unten. Aber gut, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Was habe ich denn heute für ein Deutsch drauf? Von dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wann ihr auch immer dies sieht. Seht. Ey, es geht los heute. Also wird es Zeit, dass ich das... das nicht das Let's Play, sondern die Aufnahme beende. Und ja, tschüsselü.